Ist die Freiheit vom Exporthandel mit den USA wirklich in Gefahr, wenn Donald Trump die kommenden Wahlen gewinnt? Mit dieser Frage hat sich auch der Thurgauer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail befasst. Stadler war zuletzt mit zwei Aufträgen zu Amerika aktiv. Die USA wie die Schweiz und Deutschland haben auch die sogenannten WTO-Regeln akzeptiert und die Verträge unterschrieben. Das heisst, Freihandel, also keine lokale Fertigung, wird in den Ausschreibungsunterlagen vorausgesetzt. Aber einmal mehr hat sich jetzt die USA halt über das hinweggesetzt und fordert auch von uns bei diesen beiden Aufträgen 60% lokalen Fertigungsanteil in den USA. Auch der Leiter für Aussenwirtschaft beim Schweizerischen Wirtschaftsdachverband Economy Suisse würde wegen einem politischen Umschwung in Washington D.C. noch keine Gefahr im Exportwesen feststellen. Also wir verfolgen natürlich die Wahl auch mit Spannung verfolgen in den letzten Tagen. Man muss aber sehen, der Trump alleine ist sicher extrem wichtig. Dann muss er aber noch eine Regierungsmannschaft zusammenstellen und dann, je nach Massnahme, auch noch das Parlament hinter sich bringen. Trotzdem, bei Stadler Rail weiss man, dass es mit dem republikanischen Präsidenten minime Veränderungen geben könnte. Die würden den Exporthandel aber kaum tangieren. Wenn jetzt Trump Präsident werden sollte, denke ich, viel wird nicht ändern. Er wird höchstens den Buy American Act verschärfen, also den Wertschöpfungsanteil von heute 60% auf 70-80% erhöhen. Stadler Rail verfolgt die Wahl am nächsten Dienstag mit. Gemäss den Einschätzungen des Thurgauer Unternehmen und Economy Suisse rollt der Schweizer Exportzug auch in Zukunft Richtung Amerika. Unabhängig davon, wer zu Washington regiert.